Hallo, liebe Sims-Freundinnen und Freunde. Wie gehabt, wir waren zuletzt bei den Hilgers. Da werden wir auch wieder hinhüpfen. Also hinschalten. Hinhüpfen. Nee, hier wird nicht gehüpft. Hier wird nur geschaltet. Ja, was haben wir denn eigentlich zuletzt gemacht? Ich habe keine Ahnung. Weil ich ja gestern wollte ich aufnehmen, aber wir waren noch kurzfristig eingeladen zu einem Geburtstag, den wir total vergessen hatten. Und deswegen schauen wir mal, wie sieht es denn hier eigentlich aus. Aushilfe zum Tellerwischen, waschen, sind 2 Tage zur Arbeit. Man hat erstmal nichts zu tun, kann sich erstmal was zu essen machen. Und hier kann ich sie mal hereinbitten. Die Martina Schneider. Aus unserer WG, aus der Bach-WG, ja genau. Wir können ja auch mal jetzt die Lautstärke ändern auf hoch. So, ein bisschen Musik im Hintergrund haben. Die Ausblendung kann nochmal weg und sie kann gleich branchen. Kochen, machen wir mal Rührei für, ach ja, wir sind ja pleite. Wir sind pleite und sie kann nur noch eine schnelle Mahlzeit essen, die nichts kostet, wie Joghurt. Ja. Noch 4 Simoleons haben wir nur noch. Und wenn jetzt noch eine Rechnung ins Haus flattern würde, dann wäre es nicht sehr schön. Haben wir irgendwas, was wir schnell verkaufen können? Also wir müssen unbedingt Geld zusammen bekommen. Was können wir machen? Können wir irgendwie singen, tanzen, Comedy? Eins nur. Wir können nur in den Club gehen und versuchen noch Geld zu verdienen. Genau. Reisen mit. Wir nehmen Martina Schneider mit. Ich kann nur auftreten. Oder Witze erzählen. Ja, in der Lounge. Ich glaube, da geht das. Ich hoffe, das geht da. Dass wir ein bisschen Geld verdienen. Sonst kommen wir in arge Schwierigkeiten. Und das wollen wir ja nicht. So, hier eine Lupe an. Witze erzählen. Vielleicht bekommst du ja wieder ein bisschen Geld. Wir probieren es. Das ist ja so lustig. Bisher haben wir noch nichts eingenommen. Ist das nicht toll? Herrn Beirufen, freundlich vorstellen, natürlich da hinten freundlich vorstellen und da auch, müssen dann normalerweise alle hierher kommen. Na los, werd witziger! Erzähl die guten Witze!
Noch nichts eingenommen. Ja, da kommt noch wieder dazu. Ja. Fühlt euch unterhalten und gebt mir eure Kohle. Scheint nicht zufrieden zu sein. Okay, dann lassen wir es. Dann werden wir uns lieber mit den Leuten unterhalten. Und so immer noch kein Geld. Ja, in 2 Tagen geht's ja wieder. Geht's ja wieder arbeiten. Da müssen wir eben 2 Tage lang hungern. Ah. 50 Punkte, super toll. Ach, was kann ich damit anfangen? 150 Punkte habe ich ja erst. Nun Level Geschichtenzeit 60 erwähnen. Witz erzählen. Erzähl mal einen Witz. Freundlich vorstellen. Witz über Affen erzählen. Ach, ist das witzig. Lamina Galpa Wattinus. Nulitz. New Beam. Ifla. Shushay. Yeah, Mord. Dag Dag. Eine ganz alte Musik von Sims 2, glaube ich. Dom Sabuna. Bin mir sicher. Aga Aga. Surfa. So, das war dieser Witz. Und jetzt kommt der nächste Witz. Was soll ich denn mit jemandem chatten? Nein, kann man nicht. Damit. So, Level der Geschicklichkeit. Uninteressant. Was haben wir noch? Freundschaften. Niblet's a Breesia. If it's a May. Blurna. Kimba and Darfy. Swabby, Koiba. Gosh of Webs. Talk of Webs. Himna Vazim. Flirten? Wieso flirten? Wieso soll sie mit einer Frau flirten? Laura ist mit der Schule fertig. Lumbic Wixen. Dings to Grousey. Ah, Entschuldigung, aber da, das war jetzt genau. Das, was ich nicht haben wollte. Nämlich, dass der Schnupfen jetzt anfängt zu wirken. Und es wird leider nicht rausgeschnitten. Damit die Zeit dazu fehlt. Ah ja. So sorry. Rau ist Fredische, Quasse. Fredische, Quas, Quetzel, Rinsch. Eine lustige Geschichte erzählen, das können wir noch machen. Mit Moritz plaudern. Ist das Moritz? Moritz. Wo ist Moritz? Wo ist Moritz? Hallo? Hier gibt's keinen Moritz. Ist das Moritz? Bist du Moritz? Nein, bist du nicht. Maruize. Maruize. Genau, das ist Maruize. Da kommt aber Moritz. Ja, mit Moritz plaudern. Nach Tag fragen und Tag verschönern. Gibt 10 Punkte nur. Jemanden umarmen und wir werden ihn mal umarmen. Und dich umarmen. Umarmen. Umarmen, genau. Das gibt immerhin 25 Pünktchen. So, haben wir geplaudert. Steh auf. Zum Umarmen muss man aufstehen. Das ist gut, dass hier die Leute auch weitergehen können. Auch wenn es manchmal aussieht, als wenn sie durcheinander
geht gerade noch rein. Soll ich nochmal Witze erzählen? Dann erzählen wir nochmal Witze. Vielleicht kommen ja auch immer welche, die was, ein bisschen was Geld reinschmeißen. Aber man muss ja erst einen Comedy-Auftritt machen. Also erstmal einen planen, um damit Geld zu verdienen. Ich weiß es nicht. Na los, erzähl einen Witz. Achso, sie ist schon dabei. Scheint aber wieder niemand zu interessieren. Deswegen gehen wir jetzt nicht nach Hause. Sondern wir schalten einfach mal auf die Tochter um. Auf die Teenie-Tochter. Dum, 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 dum. So, und dann schauen wir gleich mal, was wir bei der Mutter. Kontakte knüpfen. Um sich kümmern. Die Mutter soll sich um sich selber kümmern. Und die Teenie-Tochter muss Hausaufgaben machen. Und der Sohn muss Hausaufgaben machen. Er kann. Sie kann im Augenblick nicht. Weil ich erstmal gucken muss, wo sie das Buch hingepackt hat. Da hinten hat sie das Buch liegen lassen. Hausaufgaben machen. Das ist extrem wichtig. Sonst bleibt er je immer ewig Dreier-Grundschüler. Ja, und wir sind immer noch pleite. Oder fast pleite. Wir haben genau noch 4 Simoleons. Das reicht für eine Mahlzeit. So. Erstmal den schönen Ingwer-Orangentee trinken, damit die Erkältung auch schnell wieder verschwindet. Wer ist das denn? Jonas Krämer. Na gut, lassen wir den mal rein. Da reinbitten. Und die Mutter lassen wir auch nach Hause kommen. Mutter, lass mal hereinbitten. Kennen wir den? Marco Brandenburg? Nee, Jonas Kramer. Jonas. Achso, jetzt müssen wir erstmal vorstellen, kennen wir noch gar nicht den Typen. Es gibt Sandy Kramer verheiratet. Aber ich brauche doch eigentlich hier auch noch einen Freund. Hat den nicht jemand gehabt davon? Entweder Maurizio oder Marvin. Können wir mal einladen. Die Mutter braucht doch auch mal ein bisschen Spaß im Leben. Nicht nur die Kinder. Lautstärke machen, Mittel. Hey, du sollst ihn anrufen. Ach, hier kommt er schon. Hereinbitten. Hahaha. Nabakusip? Über Fitnesstechnik reden und Tag verschönern. Kompliment über Outfit machen. Du hast so einen tollen Hut. Da passt sogar der ganze Kopf hinein. Oh, Quapo. Binfahab? New Beam. Ifla. Hutta. Polizisten, was machen? Quexi. Da ist der Mann da.
Vielleicht ja, steht auf die richtige Ehemann oder Freund oder wie auch immer. Ist zwar ein bisschen älter, aber das macht ihn überhaupt nicht. Ein bisschen Romantik, Anmachspruch. Ja, also Romantik. Sie stehen sich angezogen. Snibara Watanini. Versuchen wir doch mal in diese Richtung was hinzubekommen. Ob Single nach Tag fragen. Kennenlernen. Romantik. Kompliment über Aussehen machen. Ja, oh ja. Bank of Flame. Oh ja. Einen Kuss hauchen. Knuddeln. Warba. Romantik. Rose anbieten. Und schon ist der mir verfallen. Hände küssen. Ja, was? Der will nicht. Ist das etwa, weil es hier nicht sauber genug ist? Außerdem regnet es. Wenn es regnet, kann ich nicht lieben. Ja, der kommt auch noch an. Der Playboy kommt hier rein. Ach, das gibt's gar nicht. Oh, Doppel Bermuda. Nibahana. Oh, sick of Sakaba. Fimaya. Siwa Kimba. Oh, Betessa. Pator. Montik. Kompliment über Aussehen machen. Rubini. Flossit? Wilperbrett. Schlüpfrige Frage stellen. Ja, scheint doch nicht der Richtige zu sein. Dann kann er auch mal in den Ding schießen. Was haben wir denn überhaupt? Ein bekannter, faul und Bro ist er. Ein fauler Bro. Selbstsicherung im Scherzen. Unsicherheit im Fein. Über Interessen reden. Romantik. Schnell wieder gut machen. Sarps. Worry. Bayumi. Krefoba. Ami. Splorab. Yamish. Wemek Brushier. Oh, yips. Lagora. Versuchen aufzumuntern. Narbeflaba. Du smava dich. Ah, rein bitten. So. Ja, zu essen und so weiter können wir nichts anbieten. Wann muss ich denn zur Arbeit? In 90 Stunden. Prop Pampe. Who's like Jeff now? Die Tochter hat nicht mehr viel Energie und sollte schlafen gehen. Schlafen gehen, genau. Und die Mutter geht auch schlafen. Wunderbar. Dann werden die anderen gleich abhauen oder bald abhauen. Achso, das ist schon wieder aufgestanden. Was hat sie denn für ein Problem? Unbehagliche Begegnung, okay. Und psychische Bindung. Zwei Stunden geht's ihr schlecht. Wir machen schlafen. Schlafen, geh schlafen. So. Auf Tor umstellen. Da bringt noch jemand unseren Müll raus. Ist das nicht nett? Oh.
Ja, wunderbare Party. Können wir die Musik wieder lauter machen? Oder was ist das für ein Song? Was ist das für ein Tanz? Der Zittertanz. Was ist denn mit dem Kleinen? Na gut, dann gehst du erstmal duschen und danach gehst du wieder schlafen. Erst duschen. Ja, bevor ich eine Dusche nehme. Juhu. Einmal duschen. Ja, ist okay. Weiter duschen. Oh, guck mal, was haben wir hier auf dem Sender eingeschaltet? Nächstes Lied. Sender wechseln, was haben wir denn dann noch? War ein bisschen klassisch. So, dann gehst du mal auf die Toilette. Und dann müssen wir mal schnell was, schnelle Mahlzeit essen. Einmal Cerealien. Und danach gehst du noch mal ein bisschen schlafen. Die Hausaufgaben sind gemacht. Ich hätte die Hausaufgaben wahrscheinlich nicht gemacht. Die Trainer. Mal nachgucken. Das dann nehmen wir das gleich auf. Ja, jetzt Hausaufgaben hat sie ausnahmsweise gemacht. Ja, und danach wirst du nur eine Runde schlafen gehen. Bis es soweit ist. Sieht bei ihr aus. Sie muss dann aufs Klo und was essen. Hat aber noch Zeit. Und die Mutter muss auch aufs Klo und duschen. Wir haben ja hier nicht viel im Angebot. Leider. So, der Kleine ist fertig und geht jetzt noch mal eine Runde schlafen. Der Kleine. Warum sag ich immer der Kleine? Der hat auch einen Namen. Aaron. Das ist Laura und die Mutter heißt Saskia. Ja, alle schöne Namen. Ja, da ist das Klo. Du weißt, wo das Klo ist, deswegen brauchst du kein Geschrei zu machen. Ja, das war ein Stöhnen der Erleichterung. Und die Tochter muss auch gleich. Da noch ein bisschen Zeit. Ja, 3 Stunden. Und das Klo ist natürlich gleich wieder kaputt. Ach, darf nicht wahr sein. So, das der Atemrüssel ist wieder frei. Und wir können weiter labern. Hat die Geschicklichkeitsfähigkeit aber auch, ja, wunderschön. Ach. Er hatte in dieser Richtung noch gar nichts drauf. So ein Mist, aber. Mach doch mal ein bisschen zu. Ich glaube, wir brauchen bei 2 Frauen brauchen wir auch wirklich 2 Klos. Oh, ich sag mal, bei 3 Personen brauchen wir doch 2 Klos. Ja, es dauert etwas. Mutter, beeil dich, ich muss mal raus. Ja, ist ja gut, ich gehe schon.
Befete Shemagra. Grinoi Foibi. Ja, endlich ist sie draußen. Jetzt kann ich mich auch hinsetzen. Na super. So, und wir werden nochmal schnelle Mahlzeit essen. Und zwar ein Joghurt. So, was ist mit der Tochter? Brauchst du noch irgendwas? Ja, duschen musst du auch noch. Eine nachdenkliche Dusche nehmen. Nackedei unter der Dusche. So was aber auch. Die Spanner, die können auch mal ein bisschen gucken. Hier. Ja, da seht ihr was. Ah. La 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 la. Natürlich hat sie auch Hunger, deswegen kriegt sie auch schnelle Mahlzeit, auch ein Joghurt. Und diese Folge geht schon viel zu lange, deswegen an dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal.